Leni Klum, 19, zeigt ihr wahres Ich. Normalerweise kennt man die Tochter von Heidi Klum, 50, immer perfekt gestylt und geschminkt aus den sozialen Medien. Sogar beim Finale von Germany's Next Topmodel hat das Model letzte Woche mit seinem makellosen Look und Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Aber jetzt präsentiert sie sich von einer völlig anderen Seite. Leni zeigt sich ungeschminkt und mit unreiner Haut. In ihrer neuesten Instagram-Story hat die 19-Jährige am Dienstagabend ein Selfie gepostet, das aussieht, als wäre sie gerade frisch aus der Dusche gekommen. Leni trägt einen Bademantel und ein Haarband, das ihre nassen Haare zusammenhält. Auf dem Bild ist sie komplett ungeschminkt. Rötungen und Pickel sind auf ihren Wangen, unter ihrem Kinn und oberhalb ihrer Augenbrauen zu erkennen. Zu dem Foto hat sie keinen Kommentar abgegeben. Normalerweise zeigt Heidis Tochter auf ihrem Instagram-Profil immer gestylte und geschminkte Bilder von Shootings oder wenn sie privat mit ihren Freunden unterwegs ist. Auch gemeinsame Fotos mit Mama Heidi postet sie, auf denen die beiden für die Kamera posieren. Aber dieses Mal hat sich Leni dazu entschieden, ihre natürliche Seite zu zeigen. Das ist wirklich bewundernswert. Leni steht zu sich selbst und zeigt, dass auch Models nicht perfekt sein müssen. Sie ermutigt ihre Fans, ihre wahre Schönheit anzuerkennen und zu akzeptieren. Ein großes Vorbild für ihre junge Generation. Was denkst du über Lenis ungeschminktes Selfie? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Updates von Leni Klum zu verpassen.